Hi und herzlich willkommen zum nächsten Teil der Make-up Masterclass mit Maxim. Ich bin Maxim und ich erkläre dir heute, wie du richtig Rouge bzw. Blush aufträgst. In dieser Videoreihe findet ihr viele verschiedene Videos Schritt für Schritt ganz einfach erklärt, wie man die Augenbrauen macht, wie man richtig konturiert, wie man verschiedene Schritte des Make-ups richtig bzw. am besten macht. Und heute geht es um das Thema Rouge. Ich zeige dir in diesem Video, wie du die richtige Rougefarbe für dich findest und wie du das Ganze so ein bisschen natürlicher auftragen kannst. Falls dich die Videos der Reihe interessieren, ich habe eine ganze Playlist für dich angelegt, schau da also gerne vorbei. Schritt Nummer 1, entscheide dich für deine Blush-Textur. Ich liebe cremige Blushes, die sich so ein bisschen besser mit der Foundation verblenden lassen. Ähnlich wie beim Contouring sind cremige Produkte, bei denen Fehler entstehen, immer einfacher zu korrigieren als Puderprodukte. Deswegen arbeite ich am liebsten als erstes mit einem Cremeprodukt und kann dann im Anschluss nochmal mit dem Puderprodukt nacharbeiten. Selbstverständlich ist die Farbauswahl des Blushes so ein bisschen komplexer als einfach nur ein Tipp. Entscheidet euch, wie soll euer Lidschattenlook aussehen, welchen Lippenstift benutzt ihr, welche Kleidung tragt ihr vielleicht und worauf habt ihr auch heute einfach Lust. Wenn ich aber alle diese Faktoren nicht beachte, gehe ich meistens nach dem Schritt, welche Farbe haben meine Lippen? Und da habe ich diesen Ton hier. Der ist jetzt von Danessa Myricks. Ich habe ihn jetzt einfach hier gewählt, weil er meiner Lippenfarbe sehr nahe kommt. Bei Blushes, finde ich, ist der Unterschied, ob es ein High-End oder ein Drogerie-Blush ist, nahezu verschwindend gering, weswegen ihr auch gerne einen Blush aus der Drogerie wählen könnt. Ich habe mich jetzt aber für diesen Ton entschieden, denn er kommt meiner Lippenfarbe sehr nah. Das Produkt, was ich benutze, ist sehr, sehr pigmentiert, aber hat eine wirklich schöne Farbe. Was ich mache, um mir noch so ein bisschen individueller an mich anzupassen, ist, ich nehme mir ein bisschen von dem Blush, kann auch ruhig ein bisschen mehr sein, auf meinen Handrücken und mische etwas von meinem Concealer mit hinein. So kann ich den Unterton des Blushes passenderweise zu meinem Make-up wählen. Ich finde, das macht das Ganze immer noch ein bisschen persönlicher und ein bisschen besser und habe einfach eine viel leichtere Textur, die trotzdem passend zu meiner Hautfarbe ist. Zum Auftragen eines cremigen Blushes empfehle ich einen Kunsthaarpinsel, der so ein bisschen angeschrägt ist und recht fest gebunden ist. Und den sättige ich gut mit dem Produkt. Und jetzt ist die Platzierung des Blushes ganz wichtig. Ihr könnt entweder einen süßen Look, so nennt man ihn, machen. Da wird der Blush etwas zentrierter im Gesicht angesetzt. Oder ihr könnt den etwas gelifteteren Look machen. Ich finde, dass der geliftete Look immer ein bisschen vorteilhafter für die Gesichtszüge sind. Und da gehe ich auch ähnlich wie bei den Augenbrauen. Parallel von meiner Nase und dann zum äußersten Augenwinkel. Parallel von dem Nasenflügel über den Augenwinkel zur Augenbraue. Und sehe, dass hier der höchste Punkt meiner Wange ist. Und dort platziere ich den Blush erstmal punktuell und arbeite ihn dann in kreisenden Bewegungen eher nach oben als nach unten, damit ich diesen Lifting-Effekt hinkriege. Ihr könnt immer ein bisschen mehr Produkt nehmen, das meiste Produkt ins Zentrum und dann nichts Neues aufnehmen und in die noch nicht fixierte Foundation einarbeiten. Ich gehe nicht weiter als bis zu meiner Pupille, wenn ich gerade schaue nach vorne, sonst zieht ihr die Wange optisch so ein bisschen mehr ins Zentrum. Wir wollen das Ganze aber weiter nach oben haben und ihr seht auch den Unterschied schon. Es ist ein sehr subtiler Ton, ein sehr leichter Ton, eine schöne leichte Textur. Im direkten Vergleich sieht man das Ganze aber. Und es geht nicht darum, dass wir wirklich viel Farbe drauf haben bei dem cremigen Produkt, sondern dass wir etwas mehr Farbe und Leben ins Gesicht zurückgeben. Wenn wir eine Foundation benutzen, nehmen wir uns unsere eigenen Rötungen im Gesicht so ein bisschen weg und das Ganze sieht schnell maskenhaft aus. Durch Blush kann man das Ganze sehr schnell wieder zum Leben erwecken. Was ich persönlich immer sehr gerne mache, ist, ich nehme etwas Blush und setze mir auf die Nasenspitze und ganz leicht den Rest, den ich noch am Pinsel habe, auf die Stirn, einfach um die Foundation, die ich dort vorher aufgetragen habe, wieder zum Leben zu erwecken und habe so schon ein recht schnelles Ergebnis. Ich sehe oft, dass viele lachen und dann den Blush auf die Apfelbäckchen auftragen. Das war früher auch so gewollt, hat dafür gesorgt, dass das Gesicht optisch ein bisschen voller aussah und so ein bisschen diese Röte zurückgibt. Kann man natürlich heute auch machen. Meistens wollen wir heute aber nicht durch Blush gesünder aussehen, sondern einfach nur einen schönen Farbakzent haben und setzen den Blush einfach dadurch ein Stückchen höher. Das liftet das Gesicht und drückt das Ganze nicht so nach vorne. Man darf nicht vergessen, wir haben ja im Zentrum unseres Gesichtes schon sehr, sehr viel. Unsere Nase, unsere Lippen, unsere Augen sind
recht weit im Zentrum im Vergleich zu beispielsweise den Ohren. Und wenn wir den Blush noch weiter nach vorne setzen, kommt da auch noch die Wange mit dazu. Und dann wirkt das sehr kompakt hier und der Kopf kann so optisch natürlich auch immer recht groß aussehen. Das ist jetzt ein sehr subtiler Ton. Ich zeige euch gleich aber, wie ihr den noch ein bisschen erweitern könnt. Und dafür habe ich einmal mein Make-up mit Puder fixiert, denn jetzt tragen wir einen Puderblush auf. Dafür nehme ich einen Pinsel, der ähnlich geformt ist wie der von eben, nur deutlich, deutlich weicher. Der ist jetzt für Pudertexturen gemacht. Ich nehme jetzt einen Blush, der etwas leuchtender ist. Ich habe ja schon so eine leichte Grundlage auf dem Gesicht drauf, sodass so ein bisschen durchscheint. Jetzt nehme ich einen etwas leuchteren Ton, arbeite den auch gut in den Pinsel ein und arbeite den auch erstmal in meinen Handrücken ein. Und dann setzen wir ihn genauso wie eben weiter hier oben, den Pinsel angeschrägt und niemals nach unten ziehen, immer nach oben ziehen. Und setze den Ton einfach oben rauf und habe einen viel komplexeren Look. Es kommt so ein bisschen was von dem Ton von eben durch, der war etwas dunkler, etwas kühler. Dieser ist jetzt etwas leuchtender, etwas leichter und damit könnt ihr dann auch ganz leicht hier vorne hingehen. Arbeitet aber wirklich nur in einer leichten Schicht, sonst wird das Ganze zu viel. Das, was ich jetzt auf dem Gesicht habe, ist schon wirklich das Maximum. Ein bisschen auf die Stirn. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze bis zu den Schläfen hochziehen. Lieber etwas weiter nach oben als nach unten. Und so habt ihr in wenigen Schritten den Blush richtig auf eurem Gesicht appliziert. Ich bin gespannt, welche Blushes ihr sehr, sehr gerne benutzt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare und schaut euch gerne weitere Videos aus der Videoreihe Make-up Masterclass mit Maxim an. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal.